Dieses Videotutorial soll Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Blog meine Bookmarks verfahren können innerhalb von Ilias. Ähm, der Blog bewirkt zweierlei Dinge. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, externe Bookmarks einzubetten in Ilias auf dem persönlichen Schreibtisch innerhalb dieses Blogs. Und Sie haben die Möglichkeit, interne Bookmarks zu setzen, das heißt auf beispielsweise Dokumente innerhalb von Ilias oder auch auf andere Objekte. Ähm, zuerst möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie... Externe Bookmarks setzen. Dazu klicken Sie oben im Reiterfeld äh, auf den Reiter Bookmarks und klicken auf den Button Bookmark hinzufügen. Jetzt geben wir dem Bookmark einen Titel, der Feld und eine URL. Da ist sie schon. Und speichern das Ganze. Das mache ich sofort. Sie haben aber hier noch einmal ganz kurz am Rande erklärt, die Möglichkeit, Bookmarks aus Ihrem ähm, Firefox beispielsweise zu importieren. Das heißt, Sie können aus Ihrem Firefox alle Lesezeichen exportieren und diese entsprechend hier wieder hochladen. Und hätten dann, das hat, also hätten dann alle Lesezeichen hier in Ilias zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass überall... Ähm, auf der Welt, an jedem Rechner, an dem sie sich anmelden können, auch ihre Bookmarks ihnen zur Verfügung stehen. Okay, ich speichere jetzt aber hier nur einmal den FH Bookmark ab und wechsle zurück auf den persönlichen Schreibtisch. Und hier sehen Sie jetzt im Block Bookmarks den Link auf die FH-Seite. Durch Klick auf die URL oder auf den Bookmark werde ich weitergeleitet zur Fachhochschulseite. Ich wechsle mal wieder zurück. Und nun zeige ich Ihnen noch, wie Sie innerhalb von Ilias Bookmarks setzen können, zum Beispiel innerhalb eines Kurses. Sagen wir mal so, Ihnen gefällt eine Datei ganz besonders. Sie möchten schnellen Zugriff auf diese Datei haben. Und diese Datei liegt beispielsweise hier im Ilias Testkurs. Und es handelt sich dabei um diese hier, Wirtschaftsrecht. Dazu klicken Sie auf das Feld Aktionen, auf das Dropdown-Menü Aktionen, anschließend auf Info und finden jetzt hier auch wieder so ein kleines Dropdown-Menü: Speichere als Bookmark. Wir haben Sie jetzt die Möglichkeit, externe Bookmark-Dienste zu nutzen oder eben auch soziale Netzwerke, die hier mit angegeben sind, wie beispielsweise Facebook. Dann würde der Link direkt innerhalb von Facebook gepostet. Zugriff hat natürlich auf die Datei trotzdem, auch wenn der Link gepostet wird, immer nur derjenige, der sowohl ein, eine Zugangsberechtigung für Ilias als auch eine Zugangsberechtigung für den jeweiligen Kurs hat. Wir wollen aber nur innerhalb von Ilias den Bookmark setzen und deswegen klicke ich hier oben auf Ilias Bookmark. Okay, hier kann man noch den Titel ändern. Wir lassen den mal so. Jetzt habe ich ebenfalls, Bookmark wurde angelegt, habe ich ebenfalls einen Bookmark auf eine Datei gesetzt. Durch Wechsel auf den persönlichen Schreibtisch sehe ich jetzt, aha, hier zwei Bookmarks sind gesetzt. Und durch Klick auf Wirtschaftsrecht Text werde ich direkt wieder in meinen ähm, Kursraum Wirtschaftsrecht verwiesen. Das sehe ich hier oben in der Breadcrumb-Navigation und auch direkt auf die Datei wirtschaftsrecht txt die ich hier mit dem Mausklick auf Datei herunterladen auch direkt herunterladen könnte.